Vor 2 Jahren bin ich nach dem Kongress nach Hause gekommen, bei meinen Eltern vorbeigefahren. Und da sprach dann meine Mutter diese komischen Worte zu mir, die jeder von euch irgendwann in seinem Leben mal hört oder schon gehört hat. Nimm deinen Scheiß vom Dachboden mit nach Hause. Und auf einmal hatte ich dann wieder eine Modelleisenbahn, weil ich, als ich jung gewesen bin, im Alter so um die 14, hatte ich eine Modelleisenbahn. Tja, dann hat man so eine Kiste bei sich zu Hause rumstehen, die eigentlich hat man da als Schaffner da gar keinen so wirklich Platz und Zeit für. Also habe ich es in den Hackerspace geschleppt. Und dort hat sich dann Zeit und Platz auch von Leuten gefunden. Das war da ein bisschen angefangen mit rumzuspielen. Na, es gibt halt, du guckst in Wikipedia, gibt es Märklin Digital, gibt es seit 1979 das Protokoll. So schwierig kann das ja nicht sein. Und so sind wir dann halt, also am Anfang, wir zeigen euch auch tatsächlich einen Fabrikdecoder und auch ein bisschen eigene Sachen schon von Tatzeboom. Und guck mal da, da steht eine, die fährt da gleich drauf. Und wir wollen euch dann mal im Prinzip eine kleine Einführung geben, was dann halt bei einer digitalen Modellbahn überhaupt erstmal die verschiedenen Stellen sind, wo man spielen kann und mit denen man spielen kann. So, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann da oben. Darf ich mal? Also wir haben die Gleise noch nicht benutzt und das ist immer so eine Sache mit Korrosion. Wenn man es halt eine Woche nicht benutzt hat, dann funktioniert es nicht mehr so geil. Dann muss es immer erst 2 Runden fahren. Kann man das Oszilloskop sehen? Ja, man kann das Oszilloskop super sehen. Dort seht ihr das digitale Signal, was direkt auf der Schiene läuft. Kannst du die Kamera mal kurz nehmen, dass ich hier mal was zeigen kann? Also, das ist ein bisschen, man hat hier die Schiene und von der Schiene geht's zur Gleisbox. Die erzeugt das Signal, was auf die Schiene geht, aus Strom und dem Datensignal. Und das Datensignal kommt hier rein durch diese Kabel von diesen Controllern. Zwischen der Gleisbox und dem Controller wird ein CAN-Bus-Protokoll gesprochen. Euer Spielaufwand dafür ist, ihr braucht jetzt ein Arduino und ein CAN-Shield. Das wären, wenn ihr eine Modelleisenbahn habt, so von der Seite zum mit rumspielen auch schon eure Investitionen, die ihr da daran tätigen müsst. Das ist, also die gesamte Kommunikation ist mehr oder weniger eine, die gesamte Kommunikation ist eine Einwegkommunikation. Das heißt, es wird von dem Steuerteil über die Gleisblocks auf die Lok gesprochen. Ganz moderne Systeme haben auch ein Zweiwege, also ein Rückkopplungssystem, aber das ist von der Komplexität eine Nummer höher. Ich vermute mal, am Anfang werdet ihr da erstmal nicht rumspielen. So, auf dem Gleis gibt es 2 Protokolle. Hier wird das Märklin-Protokoll gesprochen. Es gibt halt im Prinzip ein Motorola-Protokoll und ein eher offenes Protokoll, das nennt sich DCC. Praktisch für euch, der Unterschied ist sehr gering. Die Software, die es dort gibt im Open-Source-Bereich, kann typischerweise beides. Generell DCC ist üblicher im sogenannten Zweileiterbereich, Märklin im Dreileiterbereich. Es gibt 2 verschiedene Standards im Prinzip. Die Entscheidung ist bei uns schlicht und einfach gefunden, was halt auf dem Dachboden lag. Ich denke, das wird bei den meisten anderen genauso sein. Also nehmt einfach mit, was ihr auf dem Dachboden habt. Es gibt 2 unterschiedliche Gleistypen, das müsst ihr im Prinzip wissen. Die digitale Seite und die Stromseite ist beim digitalen Stromsystem das gleiche. Das heißt, du kannst auch ein Digitalsystem bauen, was dann auf einen 2-Leiter- und auf einen 3-Leiter-Gleis geht. Das funktioniert relativ stressfrei. Ja, willst du was zu dem Protokoll selbst erzählen? Achso, gut, dann muss ich jetzt, fahr mal. Also okay, also das Protokoll ist im, es gibt verschiedene Protokolle, also ich habe jetzt schon mal 2 untersucht. Das eine ist das ursprüngliche Motorola-Protokoll, das man hier auf der Kamera sieht. Das irgendwie eine 1 ist zuerst ein langes High-Signal und dann ein kurzes Low. Und 0 ist kurzes High-Signal, langes Low. Und dann werden immer 2 zusammen kombiniert. Dann, also es ist relativ wild, aber es gibt halt Webseiten, wo das alles halbwegs dokumentiert ist.
Das Moderne ist, also das ist einfach, wird halt wieder zweimal das Paket wiederholt und dann gilt's. Ist nicht besonders fehlersicher und man kann nicht viel reinpacken. Die neueren Formate haben eine Checksum, es ist irgendwie ein digitales Format. Und ja gut, das ist so, also wenn man hat einen Clock am Takt anfangen und wenn eine Flanke in der Mitte ist, ist eine 1, sonst ist eine 0. Und dann noch irgendwelche Synchronisationssignale. Und ja, die Details sind jetzt hier zu lang, also das ist alles dokumentiert, kann man im Web finden. Ich habe es auch auf das Wiki vom Jackspace gestellt, was ich da irgendwie rumgebastelt habe für seinen Wettbewerb zum Kongress bei Milliways, wo es darum ging, halt einen Hackerwagen zu bauen. Und ja, das ist rausgekommen. Und hier sieht man halt, was nötig ist, um dieses Signal dann zu verarbeiten. Das ist eigentlich in kleiner auch in den Decodern drin. Das ist einmal ein Vollweggleichrichter, dann ein Spannungsregler und dann noch eine Extraschaltung, die die Polarität detektiert und auf TTL umsetzt. Viel mehr ist das nicht. Das ist hier also ziemlich groß und lose zusammengebaut. Und wenn man das erstmal hat, dann kann man das Programmieren anfangen. Und eigentlich sollte das auf solcher Batch gehen, aber da bin ich noch nicht dazu gekommen. Also das Ganze in viel kleiner ist halt in jeder Lok drin. Sieht man jetzt dann auch da im Schrumpfschlauch. McFly hat das schon, ist halb fertig gebaut. Da kann man das dann sehen, das mit den vielen Drähten. Okay, das. Ja. Also diejenigen, die uns interessiert, man kann halt direkt, also bei uns im Space wird halt mit DSPs Sachen gebaut, die direkt aufs Gleis schreiben, wo halt versucht wird, diese Sachen selber zu übernehmen, das Protokoll, was auf dem Gleis direkt gesprochen wird, zu sprechen. Viel einfacher ist allerdings wirklich der Punkt in dieser Gleisbox, also zwischen der Gleisbox und dem Decoder, wird halt so ein CAN-Protokoll gesprochen, das ist auf einer DIN-Buchse. Und mit einem ganz normalen CAN-Shield für einen Arduino kann man da halt auch schon im Prinzip einsteigen. Das geht dann auch noch einen Punkt weiter. Es gibt dann diese Zentralstationen, die haben typischerweise übrigens auch einen Netzwerkanschluss und meistens eine API, weil es irgendein Handy gibt, die damit sprechen kann. Und das sind ganz fürchterliche Internet of Things Devices. Die hören auf alles und machen alles. Und das Root-Passwort, also da läuft ein Debian drauf. So Root-Passwort, wer das nicht innerhalb von 5 Minuten errät, muss leider raus hier. Also da ist halt in diesen Dingern ist so gut wie alles kaputt, wie was man sich vorstellen kann. Aber es ist ein Debian und kannst halt, der gängige Nerd kann eine ganze Menge davon relativ schnell installieren. Also da ist nicht viel kaputt gebastelt. Der Code ist offiziell nicht öffentlich verfügbar. Außer, dass wenn man das Passwort geraten hat, einen Dokumentationsfolder gibt, wo der Code drinsteht, wo auch drinsteht, dass der Code nicht absichtlich nicht öffentlich verfügbar ist. Aber falls jemand das Fragen hätte und das hier gefunden hätte, hier wird es erklärt werden. Also ich weiß nicht, ob die einfach keine Rechtsanwälte haben oder wie das ist, aber der Code ist offiziell nicht verfügbar, aber wenn ihr das Passwort geraten habt, dann ist das auch schön dokumentiert mit Erklärung. Und dann kann man halt mal sehen, was man damit macht. Also bei uns im Hackerspace zum Beispiel haben wir ein zweites Stockwerk. Wir gehen ins zweite Stockwerk von einer Treppe, die in der Mitte des Raumes ist. Also haben wir Regale einmal um die Wände drumherum. Also bauen wir jetzt gerade im Prinzip eine Modellbahn, die in einer bestimmten Ebene des Regals, also nimmt sie halt nicht so viel Platz weg. Im Hackerspace hast du immer diesen Platzkampf. Und wir nehmen halt eine Ebene im Regal, wo die halt im Prinzip einmal um den Raum drumherum fährt. In dem Moment, wo man die Möglichkeit hat, digital mit seinem Modellmann zu reden, idealerweise mit dem CAN-Shield, tut sich auch eine riesengroße Softwarewelt vor einem auf. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es bei diesen Leuten halt, die benutzen halt auch GitHub. Da gibt es eine Software zum Beispiel als RockRail, die würde ich mal im Wesen mit, es kann alles, ist aber ein bisschen komplizierter beschreiben und halt vereinfachte Varianten. Es gibt auch eine Menge closed und total outdated Lizenz-Software. Also ich habe eine Software gefunden, wo sich einer einen Modelleisenbahnwagen wünscht für die Benutzung seines Codes. Und also da gibt es exotische Sachen. Im Hackerspace, man kann damit viel machen. Diese Decoder, die es da gibt, die fahren hier eine Modellbahn
Im Wesentlichen ist das aber ein kleiner Arduino dahinter. Die haben dann mehrere Ausgänge. Einer davon wird mit Pulsweitenmodulation der Motor gesteuert. Die Motoren sind da drin meistens Gleichstrommotoren, wie ihr hier das auch sehen könnt. Hier ist ein Gleichstrommotor mit einem permanenten Magneten. Und ja, das sind halt die Leitungen, wo der halt dann direkt angesprochen wird. Dazu gibt es meistens noch Lichter, das kann man ein bisschen übertreiben. Manche Leute haben 30 Funktionen in ihrer Lok da drin. Und dann kommt natürlich auch ziemlich schnell der Gedanke, dann muss man gerade irgendwo was schalten. Damit kann man auch einen Relais ansteuern, damit kann man dann 220 Volt schalten. Oder 380 Volt, 32 Ampere für den Backofen. Und es ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Protokoll, um einen Hackerspace zu vernetzen, weil es ist halt für die Modelleisenbahn ausgelegt. Das kann mit furchtbar dreckiger Verkabelung umgehen, ne? Also du brauchst im Prinzip nur so ein Zweileiterkabel, da kannst du auch mit der Vampirklemme dann direkt Abzweigungen von nehmen. Brauchst nicht Kabel aufschneiden, sondern Vampirklemme, zweiten Zweileiter drauflegen und dann kannst du damit direkt alles Mögliche in deinem Space schalten. Also wir haben uns Proof of Concept mal ein Licht damit geschaltet. Wir wissen, dass es in einem anderen Space ein bisschen mehr dazu gibt. Aber ja, das ist halt dein persönlicher Basteltrieb. Kommerziell verfügbar sind tatsächlich Decoder, die bis zu 380 Volt 32 Ampere schalten können. Ich weiß nicht, wer das mal als Problem in seiner Modellbahn hatte. Vielleicht war es das Miniaturwunderland oder so. Aber geben tut es das tatsächlich. Und dann kannst du halt, also es ist halt für einen Hackerspace, wie gesagt, cool, weil es halt sehr, sehr tolerant gegenüber schlechten Leitungen. Also da gehen auch nur irgendwas um die 400 Bauts, glaube ich, rüber. Je nach Protokoll, ne? Das ja, MMX gut, das hat 9,6 Kilobaut. Also 9,6 Kilobaut, aber ihr seht es, also Bilder kann man nicht übertragen, aber für das ist halt relativ robust. So, hat von euch eine Frage? Das habe ich die ganze Zeit erzählt und ich sehe so viele Fragen Gesichter. Also die Frage war, wie lang darf das Kabel sein? Die Kabellänge, mir ist kein bisher praktisches Problem bekannt, es ist mehr die Qualität darüber, also die Dämpfung, die da das Problem dann wird, was ja auch durch die Kabellänge dann auch quasi zunimmt. Ich habe schon so dermaßen dreckige Sachen damit zusammengebaut mittlerweile, dass ich vermute, dass mit einem sauberen Kabel es also weit weiter geht, als dein Hackerspace typischerweise groß ist, selbst wenn du eine Industriehalle hast. Da hinten ist eine Frage. Ja, ich hätte da eine konzeptuelle Frage, und zwar bei digital spricht man ja immer direkt mit den einzelnen Loks, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es auch den umgekehrten Ansatz, dass ich quasi mit einem Block an Gleisen spreche und das System darüber steuern kann? Wie bitte? Den was? Den zweiten Teil? Dass ich nicht mit den einzelnen Loks spreche, sondern mit einzelnen Streckenabschnitten spreche. Das kannst du bauen. Wir haben uns jemanden, der baut Enden in digital, da ist das Gleisstrecke ist komplett analog, das heißt, da wird mit verschiedenen Streckenabschnitten gearbeitet, aber die werden, damit das zum anderen System passt, digital angesprochen. Also der hat einen Decoder dafür gebaut, der im Prinzip die Voltage direkt statt an den Motor aufs Gleis gibt, was ja dann wieder zum Motor connected. Also, Ja, ich meine, bevor diese Digitalisierung war mit den Decodern in den Loks drin, dann wurde das genauso gemacht. Also das Gleis wurde in sehr, sehr viele isolierte Einzelteile verhackstückt und dann konnte man eben den Gleisabschnitt, wo dann der Zug drauf stand, jeweils die passende Spannung geben. Und diese Digitalisierung macht das halt gerade überflüssig. Da schließt man einmal das Gleis an und schließt dann die ganzen Weichen und sonstigen Magnetartikel ans Gleis an und die Loks sind auf dem Gleis. Das heißt also, man spart sich einen unglaublichen viel Kabelsalat und ein Mäuseklavier mit den ganzen Blockstrecken, die man da schalten muss. Ich weiß allerdings, dass es ein Projekt gibt, weil es ja im Prinzip Zweileiter und Dreileiter gibt. Da gibt es analog und digital. Und ich weiß, dass es ein Projekt gibt, die halt immer Streckenblöcke versuchen ansprechen zu wollen und die halt im Prinzip ein K-Gleis nehmen, wo man Zweileiter und Dreileiter machen kann und die per Software versuchen, per Strecke immer das Format fortzusetzen, was die Lok, die darauf fahren kann. Aber da begibst du dich in sehr Bastelumgebung. Aber geben tut's das. Also
Wenn du echt Spaß dran hast, ein Platinen selber bauen und so weiter, gehen tut das. Ich habe sowas tatsächlich schon mal fahrend gesehen. Ja, weitere Fragen? Fragen? Ja, danke McFly. Also, wir sind ja auch die ganze Zeit noch neben der Bar, wie ihr vielleicht gesehen habt, wo wir das gleiche nochmal aufgebaut haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt vorbei. Ich habe ziemlich viele hier gesehen, die auch schon da waren, ganz ehrlich gesagt. Noch als Nachsatz dazu, dieses Zeug ist auf eBay alles sehr billig, weil die meisten Leute, die Modelleisenbahnen haben, die sterben gerade und die Erben schieben es auf eBay. Ich habe mich jetzt eine Zeit lang darauf spezialisiert, Fehlschreibungen auf eBay zu suchen und dann gibt es wirklich ganz viel für 1 Euro. Also einfach statt Märklin, Mareklin oder so. Das kommt häufiger vor, als man denkt. Und sonst, mein Ziel ist eigentlich, wir waren ja mit der Modelleisenbahn auf dem Kongress, dass es auf dem nächsten Modelleisenbahn-Kongress ein Modellbahn-Village gibt, was komplett von sich alleine läuft und wo es halt vielleicht sogar in verschiedenen Spurweiten Modellbahnen und so weiter gibt. Deswegen schaut gerne bei uns vorbei. Mein Hauptding dabei ist, ich will einen Anschluss geben, dass wir in der Tradition des Tech Model Railroad Clubs auch mal ein bisschen Modellbahn da zum Spielen haben. Meine Beobachtung, by the way, wir haben eine Menge Zwerge rumlaufen. Die meisten Kids, ist das hier mit sowieso ein Highlight dafür. Das funktioniert auch im Hackerspace sehr gut. So, jetzt aber wirklich. Dankeschön.